herzlich willkommen bei Fisch und Grips. Wir haben ja letzten Monat im Oktober quasi den Fisch des Monats, oder ich mir als den Fisch des Monats, den Barsch ausgesucht. Und im November will ich euch eine weitere Fischart ein bisschen vorstellen, nämlich den Zander. Ja, da seht ihr ihn, jeder Angler kennt ihn, den Zander mit dieser, weil er zu den barschartigen zählt, typischen hartstrahligen ersten Rückenflosse. Wir haben feste Kammschuppen, wenn ihr ihn anfasst, fühlt sich an wie Schmirgelpapier. Und auch ein gutes Kennzeichen, diese recht weite Maulspalte, die bis unter das Auge reicht. Wir haben vorne diese starke Bezahnung, diese sogenannten Hundszähne, die ihr auch alle kennt. Ich finde, der Zander ist wirklich mit keinem anderen Fisch bei uns zu verwechseln. Er ist eigentlich mehr oder weniger unverkennbar. Schönes Kennzeichen sind noch seine großen Augen, die im Dunkeln leuchten. Auch das kennt ihr, wenn ihr im Dunkeln mit einer Taschenlampe oder einer Kopflampe oder so einen Zander anleuchtet, gibt es eine ganz starke Reflexion. Er hat so eine Kristallschicht, wenn man so will, in seinem Auge drin, die sehr, sehr stark lichtreflektierend ist, wie bei einer Katze, wie so Katzenaugen. Als Anpassung daran, dass er wirklich sehr, sehr gerne in der Dämmerung und auch in der Dunkelheit jagt. Ja, das ist auch schon eine Besonderheit des Zanders und auch ein großer Unterschied zum Hecht. Der Zander ist nicht so ein extremer Augenjäger. Er kann sehr, sehr gut in der Dämmerung, in der Dunkelheit jagen. Sicherlich auch sehr viel über Seitenlinienorgan. Interessanterweise hat er auch einen exzellenten Gehörsinn. Also der Schall wird sehr stark bei ihm verstärkt über die Schwimmblase. Also man kann auch davon ausgehen, dass er mehr oder besser hört als zum Beispiel ein Barsch. Dementsprechend kann es auch mal Sinn machen, beim Zanderangeln Köder zu haben, die Geräusche aussenden, kann aber natürlich auch sehr störend sein, wenn er sowas schon irgendwie zum Beispiel mit einem Angler oder so verbindet. Von seinen Sinnesorganen her, wie gesagt, ist er exzellent dazu befähigt, in der Dämmerung, in der Dunkelheit zu sehen. Da jagt er auch überwiegend, er hört sehr, sehr gut und hat mit Sicherheit ein sehr, sehr feines, sehr, sehr gutes Seitenlinienorgan, weshalb er auch in trüben Gewässern sehr gut klarkommt. Was auch der nächste Unterschied schon wieder zum Hecht ist, der Zander mag trübes Wasser, eher flache Gewässer, mag sehr, sehr warme Gewässer, hohe Temperaturen, damit kommt er richtig, richtig gut klar und ist deswegen in vielen jetzt voll ausgebauten Gewässern, die wir ja mittlerweile haben, dem Hecht, muss man sagen, auch schon ein Stück weit überlegen und ist auch in vielen Gewässern deutlich häufiger anzutreffen. Ja, insbesondere in voll ausgebauten Gewässern kommt er eigentlich besser klar als der Hecht. Der Hecht ist sehr anspruchsvoll, was sein Laichsubstrat angeht. Das ist ein typischer Haftlaicher, der im Pflanzenbewuchs ableichen muss, der Hecht. Deswegen ist er in vielen voll ausgebauten Gewässern fast nicht mehr dazu in der Lage, erfolgreich abzuleichen. Wenn wir mal die größeren Ströme angucken, wie Rhein, bei uns jetzt hier auch Mosel und Saar, da ist der Hecht auf jeden Fall deutlich seltener geworden, weil wir wenig Wasserpflanzenbewuchs haben. Zander legt eigentlich ja, relativ unproblematisch seine Eier ab, gerne auf festem Untergrund, ein bisschen sandig, kiesig kann es schon sein, nicht zu schlammig und in normalen Gewässertiefen, so 1 bis 3 Meter ungefähr, da laicht das Zanderweibchen dann relativ unproblematisch drauf ab. Gibt eine Besonderheit, die Eier sind relativ UV-empfindlich, also zu hell darf es nicht sein, das Wasser kann ruhig ein bisschen trüber sein beim Zander und dann legt das Weibchen so ab 12, 13 Grad Wassertemperatur, was bei uns eigentlich fast immer im April ist, halt eben am Gewässerboden, gerne auf sandigem Untergrund die Eier ab. Und dann haben wir noch einen großen Vorteil dem Hecht gegenüber, was auch eine Besonderheit ist beim Zander. Der betreibt wirklich Brutpflege. Das Zandermännchen wird dann ganz, ganz dunkel in dieser Phase, also wird fast schwarz, daran auch gut zu erkennen. Und dieses Zandermännchen stellt sich dann wirklich auf dieses Nest drauf und bewacht die Eier. Zum einen bewacht er sie gegen Feinde, was sehr bekannt geworden ist, weil es ein Zander wirklich dann alles attackiert. Da kann auch mal ein Taucher zum Beispiel attackiert werden, da werden auch andere Fische attackiert. Und das zweite sehr, sehr Wichtige, was er macht, ist, dass er gerade im Fließgewässer, das ist enorm wichtig, der fächelt die ganze Zeit mit den Flossen frisches Wasser an die Eier, also Sauerstoff, und verhindert so auch, dass die Eier bedeckt werden von Sediment oder von Partikeln, was für die Eier absolut tödlich ist. Wenn die mal unter so einer Schlammschicht drunter sind, sind die halt eben verloren, weil die ersticken. Und darum kümmert sich das Zandermännchen schon sehr, sehr intensiv. Ich muss auch sagen, deshalb finde ich es gerade beim Zander auch wichtig, dass wir eine Schonzeit haben, weil diese Zandermännchen von den Nesterruntern unglaublich einfach zu fangen sind. Sobald ihr dem einen Köder vorwerft, wird er in der Regel aus Aggression
diesen Köder attackieren und dann ist natürlich das Gelege im schlimmsten Falle verloren. Von daher, April und Mai sind einfach Monate, wo er in fast ganz Deutschland, würde ich sagen, ableischt. Und da sollte man dann halt dieses Befischen dieser Tiere natürlich auch dementsprechend unterlassen. Ja, die Geschichte des Zanders ist bei uns hier eigentlich sehr, sehr interessant. In ganz vielen Gewässern war er ursprünglich nicht vertreten. Im Rheinsystem zum Beispiel hat man ihn ungefähr 1880 ausgesetzt, ganz bewusst, um den Berufsfischern einen sehr, sehr guten quasi Wirtschaftsfisch zu geben. Über den Rhein ist er dann auch in die ganzen anderen größeren Fließgewässer erfolgreich, muss man sagen, eingewandert. Mittlerweile ja wirklich fast flächendeckend verbreitet, auch weil wir Angler ihn natürlich so gerne haben und ihn in alle möglichen Gewässer aussetzen. Früher eigentlich eher im Osten verbreitet, ist er heute ja fast überall, man kennt das ja auch bis nach Spanien und so weiter, anzutreffen. Fast die ganzen Bestände beruhen dort aber auf Besatz. Daher aber, wie gesagt, in den voll ausgebauten Flüssen, die auch wärmer werden, die langsamer sind, gut klarkommt, hat er eigentlich in ganz, ganz vielen Gewässern erfolgreich Fuß gefasst. Ja, Zander ist ein exzellenter Speisefisch, wie gesagt, ursprünglich auch in vielen Gewässern ausgesetzt, um die Berufsfischerei quasi damit zu unterstützen. Er hat einen großen Vorteil, gerade wenn man diesen Wirtschaftsfaktor sieht, gegenüber zum Beispiel dem Barsch, nämlich dass der Zander eigentlich echt gut abwächst. Wenn die Bedingungen stimmen, könnt ihr schon sagen, so irgendwie 10 cm pro Jahr ist, denke ich, ein ganz guter Mittelwert. Den kann dann so ein Tier machen und dann halt auch innerhalb relativ kurzer Zeit natürlich in eine vernünftige Größe heranwachsen, die sich dann von der Befischung her auch lohnt. Maximalmaß beim Zander, finde ich, ist als realistisch anzusehen, ist ein Meter. Ein Meter ist ein richtig, richtig kapitaler Fisch, werden die wenigsten in ihrem Leben erreichen. Und dann so um die 10 Kilogramm, da sind wir schon bei richtig, richtig großen Exemplaren. Alles, was Ü80 ist, kennen wir als Angler, sind schon gute Fische und Ü90 eigentlich schon Ausnahmen. Meterfische sind dann wirklich Lebensfische, sowas sieht man insgesamt sehr, sehr selten. Zander ist im Moment der beliebteste Angelfisch in Deutschland. Das ist eine ganz interessante Geschichte auch eigentlich, finde ich. Es gibt keinen anderen Fisch, über den momentan so viel geschrieben, so viel gesprochen wird, für den auch so viel Köder und so weiter angeboten werden. Er ist auch super interessant und super spannend, weil er eigentlich sehr, sehr zickig ist. An guten Tagen fängt man die, fast egal was man macht. An schlechten Tagen ist es unglaublich schwer. Sie sind sehr, sehr wetterfühlig, auf jeden Fall. Reagieren stark auf Temperatur und auch Luftdruckschwankungen und so weiter. Und es ist schon auch ein bisschen eine Kunst, finde ich, wirklich über die Saison richtig gut Zander zu fangen und auch dauerhaft gut Zander zu fangen. Auch das macht ihn auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ich habe mir den Zander ein bisschen für den November quasi ausgesucht, weil er, wie gesagt, zickig ist. Und der Zander ist, gerade wenn das Wasser warm ist, viel mehr im freien Wasser unterwegs, als man so denkt. Und dann auch immer und überall anzutreffen. Im Sommer, finde ich, ist er fast besser auf Wobbler und so weiter im Dunkeln an der Oberfläche zu fangen, als direkt am Gewässergrund. Auf jeden Fall ist es schwierig, ihn dann, finde ich, festzumachen und ihn richtig zu finden. Das ändert sich jetzt im November. Der Zander ist jetzt am Boden, die gehen nach unten. Klar haben die auch mal Jagdphasen vorher, die man vielleicht hochfangen könnte, aber das ist eine Ausnahme. Und ich finde, es gibt kaum einen Monat, wo er so zuverlässig auch zu fangen ist. Wenn ihr jetzt da fischt, wo sie sind, nämlich am Boden mit Faulenzer-Methode, also mit Gummifisch und Co., dann werdet ihr sicherlich jetzt auch Erfolg haben. Noch sind die Temperaturen hoch genug. Und dementsprechend ist er jetzt auch sicher zu kriegen. Es lohnt sich jetzt auch richtig gezielt drauf zu angeln. Deswegen ist es auch ein bisschen mein Fisch für den November.